Busenpanzer, fehlende Kopfbedeckung und blasiertes Beige. Hier seht ihr, was passieren kann, wenn ein Superheldenanzug oder eine Raumschiffuniform nicht gut ankommt. Während Captain Picard damit beschäftigt war, sein Hemd zu flicken, fiel Deanna Troi in den ersten Staffeln von Star Trek The Next Generation ebenfalls der Garderobenabteilung zum Opfer. Frühe Serienentwürfe zeigen, dass Troi als verkopfte und exotische Figur gedacht war, weit entfernt von der warmen, intuitiven Darstellung, die uns die Schauspielerin Marina Sirtis gibt. Da die Autoren in jenen frühen Jahren nicht wussten, wie ihre empathischen Fähigkeiten dargestellt werden sollten und Gene Roddenberrys berüchtigte Geilheit zu einer sexuelleren und leider auch hirnloseren Troi führte, musste man ihr alles andere als eine traditionelle Uniform der Sternenflotte anziehen. Ihr ursprüngliches Kostüm, abgesehen von Begegnung auf Farpoint, mit seiner Pilotenverrücktheit war ein Casual Duty Unitard, der verschiedene Farben durchlief. Zu Beginn war ihr Haar mit einem engen Bienenhut und einer glitzernden Frisur versehen, die eher nach Frankensteins Braut als nach einer Weltraumforscherin aussah. Die Star Trek-Fans lieben Troi immer noch für ihre Einsicht und Freundlichkeit, aber im Stillen jubelten sie, als Captain Jellicoe ihr in Chain of Command eine Ausrede lieferte, um zu einer traditionellen Sternenflottenuniform zu wechseln. Sirtis äußerte: "Als das Dekolleté kam, wurde ich dekorativ wie eine Topfpalme auf der Brücke. Für uns ist Deanna Troi viel mehr als das. Wir lieben Firefly immer noch und das ist okay. Behaltet eure Jane-Hüte und braunen Mäntel. Aber diese viel zu kurze Kultserie hat ernsthafte Schwächen, die mit der Zeit immer größer werden. Firefly verdient einen Platz in einem Atemzug mit Blade Runner und das nicht aus guten Gründen. Futuristische Science-Fiction-Geschichten bedienen sich gern einer hochmodernen Neon-Noir-Ästhetik. Das bedeutet oft Anleihen bei Orten wie Tokio und Hongkong, wo die Zukunft bereits zu existieren scheint. Firefly tut dasselbe und baut eine Welt auf, die mit chinesischer Sprache, gelegentlich asiatisch anmutenden Stoffen und Seiden und, nun ja, der ganzen Gilde der Gefährten gespickt ist, die Anleihen bei den Geishas haben. Dadurch wurde Inara von dem, was Schöpfer Joss Whedon in Serenity the Official Visual Companion geschmackvoll eine Hure nennt, in die gebildetste Person auf dem Schiff, anstatt nur eine unterdrückte, erbärmliche Kreatur zu sein. Wie auch immer. Für eine Zukunft, in der China einen kulturellen und kapitalistischen Krieg um die Erde gewonnen hat, gibt es einen beunruhigenden Mangel an asiatischen Menschen. Haben wir denn nichts aus The Mandalorian und Dread gelernt? Ein guter Schauspieler kann eine Darstellung allein durch Körpersprache und Tonfall tragen. Der neue Master Chief Pablo Schreiber ist ein guter Schauspieler, aber in der ersten Staffel von Halo musste er ständig den Helm abnehmen. Schreiber war einer der ersten, der die Absicht von 343 verteidigte, das Gesicht von John 117 zu enthüllen und sein Argument ist gut. Schreiber sagt, die Absicht war, eine menschliche Geschichte über einen Charakter zu erzählen, der exploring his own identity, about the effects of war on the society and the effects of war on the individual. Die emotionale und visuelle Unterscheidung zwischen dem Kanon der Serie und dem der Spiele hatte den langjährigen Fans die Gewissheit geben sollen, dass ihre eigenen Master Chiefs unangetastet bleiben. Das reichte den Zuschauern jedoch nicht aus, selbst mit einem Staffelfinale, das John einen Grund gibt, den Helm wieder aufzusetzen und ihn aufzubehalten. Die Gegenreaktion war so heftig, dass ihm Internet tonnenweise Argumente und Denkanstöße lieferte. Und da es genug Probleme mit der Handlung gab, um die Halo-Fans gleichmäßig unter Dampf zu setzen, einschließlich einer Beziehung zu einem Kriegsgefangenen, wurde der Helm zu einem Symbol dafür, was passiert, wenn man sich mit der zentralen Ikonografie anlegt. Es ging nicht nur darum, das Gesicht des Chiefs zu enthüllen. Es ging darum, zu viel vom Original abzuschälen und es durch etwas zu ersetzen, das zu unsicher ist, um auf eigenen Füßen zu stehen. In Doctor Who sind die Time Lords in der Lage, sich körperlich zu regenerieren, um dem Tod zu entgehen. Da dabei auch das Gehirn regeneriert wird, behalten die wiedergeborenen Time Lords ihre Erinnerungen, bringen aber neue Persönlichkeiten hervor. Es ist eine clevere Art, den Wechsel der Schauspieler zu handhaben, und einen neuen Doktor in den Kleidern seiner letzten Inkarnation zu sehen, ist eine große Sache für Whovians. Beachtet diese Details. Die Regeneration betrifft nur die biologische Form, mit Ausnahme der ersten Regeneration im Jahr 1966. Warum also regenerierte der neue 14. Doktor im Oktober 2022 in den Kleidern der 10. Inkarnation? Nun, das lag daran, dass Showrunner Russell T. Davies David Tennant nicht in Frauenkleidern auftreten lassen wollte. What? Was ist mehr RuPaul's Drag Race als die orangefarbenen Hosenträger, die Schlabberhose, das gestreifte blaue Hemd und die Jacke des 13. Fairerweise muss man sagen, dass Davies die Änderungen damit begründete, dass er vermeiden wollte, Fanatikern Munition zu geben, was ein vernünftiger Grund ist. Aber die Änderung der Regenerationsregeln, um Transphobiker zum Schweigen zu bringen, hat viele Fans verärgert.
Das ist eine Situation ohne große Lösung. Das Gute daran ist, dass es nicht mehr lange bis zur offiziellen Vorstellung von Nkuti Gatwa, dem 15. Doktor, dauern wird. DC-Comic Starfire, mit richtigem Namen Coriander, ist eine starke junge Frau aus einer fremden Welt. Trotz ihrer Jugend sind ihre Ansichten über romantische und sexuelle Beziehungen gesund, umfassend und akzeptierend. Je nach Künstler und Autor vergessen manche Fans natürlich, dass es sich um eine Figur handelt, zu der Mädchen aufschauen und nicht um ein Cartoon-Sex-Symbol. Als Titans 2018 auf HBO Max ausgestrahlt wurde, sind einige Fans ausgerastet. Wir können nicht ignorieren, dass Starfire-Darstellerin Anna Diop einer Flut von Belästigungen ausgesetzt war, die zwar ihr Kostüm betrafen, aber viel mehr mit Rassismus im Fandom zu tun hatten. Diop ist eine Senegalesin, die in Amerika aufgewachsen ist und ihr Hautton verleiht Starfire eine erfrischende Lebendigkeit. Die Starfire von HBO Max hat ein farbenfrohes, eng anliegendes Kostüm, das weit entfernt ist von den sexualisierten Outfits der Comics, und zu ihrer Freizeitkleidung gehört ihr typisches Lila. Rassistische Fans machten sich darüber lustig und warfen dem Titan-Star vor, bei ihrer Vorstellung im Pelzmantel wie eine Nutte auszusehen, mit all dem kulturellen Ballast inklusive. Rassismus, Sexismus und kulturelles Stigma prallen aufeinander, weil manche Menschen schrecklich sind. The Boys ist Satire. Leider müssen einige Fans noch daran erinnert werden. Homelander ist kein patriotisches Vorbild, A-Train ist kein verantwortungsbewusster Erwachsener und Starline ist eine Warnung vor übersexualisierten weiblichen Figuren. Die von Autor Garth Ennis und Zeichner Derek Robertson geschaffene Comicserie versucht, diese Themen zu erörtern, schafft es aber nicht immer. Sein größtes Verbrechen ist Starlight, die am Ende genauso sexualisiert wird, aber zusätzlich noch eine Menge sexuellen Missbrauchs erlebt. Der Amazon-Serie gelingt es, die ursprünglichen Botschaften zu verbessern, wenn auch manchmal nur so subtil, dass Internet-Trolle den Punkt verfehlen. There are illegal immigrants pouring into this country every day and any one of them could be a super terrorist. Starlight hingegen muss immer noch ein grotesk sexualisiertes Kostüm für den Großteil von zwei Staffeln ertragen. Die Fernsehserie missbraucht Starlight nicht so sehr wie die Comics und überlässt es den Fans herauszufinden, warum ihr Kostüm immer noch so unpraktisch ist. Aber die größte Veränderung für Starlight ist, dass sie ihr Outfit im Finale von Staffel 3 auf den Müll wirft. Das ist eine Kostümkontroverse, die gut gemacht ist. Im Jahr 1966 waren Miniröcke nicht nur modisch. Für Frauen, die für Befreiung, Selbstbestimmung und das Recht über ihren eigenen Körper und ihre Sexualität zu bestimmen kämpften, bedeuteten sie etwas. Heutzutage ist es für Fans, die die komplizierte Geschichte dieser Mode nicht kennen, ein leichtes auf die Outfits von Nichelle Nichols und Grace Lee Whitney in Star Trek zurückzublicken und anzunehmen, dass die knappen Röcke von einer sexistischen Denkweise getragen wurden. Das ist nicht die Wahrheit. Der ursprüngliche Pilotfilm The Cage zeigt, dass alle die gleiche Uniform tragen sollten. Während die Sender angeblich eine Änderung verlangten, griffen die Frauen und der Kostümbildner William Ware Tice den sexy Trend der Zukunft auf. Eine historische Entscheidung, die Rebecca Romijn traf, als es darum geht, die Crew von Star Trek Strange New Worlds einzukleiden. Ihre Wahl fiel direkt auf eine modische Version des klassischen Minikleids, das sie in eine bequeme und praktische Uniform verwandelte, die jeder tragen kann. Dieses Spandex-Minikleid, das in der ersten Staffel gelegentlich zu sehen war und später von Bäumler in Lower Decks angepriesen wurde, kann jedem gut stehen, vorausgesetzt er oder sie ist mutig genug, um sich das Gejammer über die Schwulheit des Ganzen gefallen zu lassen. Rüstungen sind zum Schutz gedacht, nicht zur Dekoration, egal was deine MMORPG-süchtigen Kumpels sagen. Daher ist Funktionalität der Schlüssel und wenig in Star Wars ist so exquisit funktional wie die Rüstung der Mandalorianer. Die Waffenschmiedin ist der Beweis. Als wir sie in Der Mandalorian kennenlernen, hat ihr handgeschmiedetes Beskar-Bruststück aus mattem Bronze eine geometrische Form, die sich ihrer Gestalt anpasst, aber es ist optisch geschlechtslos. Bo-Katans Live-Action-Enthüllung brachte jedoch etwas Besonderes aus ihrer Zeit bei The Clone Wars mit sich. Die Anführerin der Night Owl und ehemaliges Mitglied der Death Watch hatte ein paar zusätzliche Kurven in ihrem Beskar-Blau, was die Fans sofort bemerkten. Obwohl die Liebe zum Detail lobenswert ist, passt sie optisch nicht zu den anderen Figuren. Zu Beginn der Premiere von Loki wird unser neuer Loki als Gefangener der Zeitveränderungsbehörde behandelt. Er verliert seine Rüstung und muss ein polizeiliches Verhör über sich ergehen lassen, das ihn zu Tränen rührt. Es ist eine Metapher dafür, dass er auf das Wesentliche reduziert wird. Thematisch gesehen macht es absolut Sinn. Dies wird nicht derselbe Loki sein, den wir zuletzt tot zu Thanos Füßen gesehen haben. Er ist gezwungen zuzugeben, dass seine stärksten Illusionen um ihn herum entstanden sind. Den Rest der Staffel steckt er in einem UPS-Kostüm, das sich die Kostümdesignerin Christine Wader ausgedacht hat. Es ist ein Verdienst von Hiddlestones unendlichem Charme, dass er dieses Ding immer noch gut aussehen lässt.
Fans, die ein wenig zu sehr in Lokis heiße Gothic-Mode verliebt waren, waren jedoch von seinem neuen Gehaltsempfängerstil verärgert. Die thematische Bedeutung wurde ignoriert und die Dinge wurden so lächerlich, dass eine kleine, aber lautstarke Gruppe von Fans nun erklärt, dass ihr Loki in Thor: The Dark World von 2013 starb. Die Variante wird weiterhin als Larry verspottet. Ihr Pech.